Staumauer Isola der Misoxer Kraftwerke, eingebettet in die Bündner Alpen. Seit über 40 Jahren hält sie zuverlässig riesige Wassermengen für eine umweltfreundliche Stromproduktion zurück. Sicherheit hat dabei oberste Priorität. Nun saniert Axpo die Mauer vorsorglich. Die Arbeiten werden bei niedrigem Wasserstand im Winter durchgeführt. Als größte Produzentin von Wasserkraft in der Schweiz hat Axpo die notwendige Erfahrung. Bei der ständigen Bewachung der Staumauer haben wir festgestellt, dass der Beton sich verformt hat. Das kommt einerseits von der Belastungen, von der Temperatur, vom Wasser, aber auch vom Sulfat, das im Beton innen ist. Die Verformungen sind gering, in wenigen Zentimeterbereich, aber der Beton hier, der lebt. Ein weltweit bekanntes und erforschtes Phänomen. Um Spannung abzubauen, muss ein Stück der Mauer vorsorglich entfernt werden. Das geschieht nach einem bekannten Verfahren mit einer Seilschnittmaschine. Das Verfahren stammt aus dem Abbau in Steinbrüchen, wurde aber auch schon oft bei Staumauern verwendet. Wir haben zuerst den Kernbeug durch die Staumauer gemacht, die Luft zu der Wasserseite, und dann anschliessend das Seil durchgezogen, sodass ein geschlossener Schlauch um die ganze Staumauer entsteht. Wie man hier sieht, ist das Stahlseil mit Stahlperlen besetzt, die kurzen Abstände. Darauf hat es Industriediamanten, sodass der Beton geschnitten wird. Wir haben eine Seilzugmaschine installiert, die das Seil einerseits antreibt und andererseits auch immer schön gespannt haltet. Der Beton wird damit zerschnitten. Insgesamt werden 16 mm Beton entfernt. Schon nach 10 Tagen hat sich die Mauer durch den gewonnenen Raum ausgedehnt. Spannung wird abgebaut, danach wird die verbleibende Fuge wieder gefüllt. Die Sicherheit der Staumauer ist jederzeit gewährleistet. Neben der normalen Instrumentierung für die Staumauerüberwachung haben wir jetzt für die Schneidarbeiten zusätzliche Messgeräte installiert. Damit die Staumauer auch die nächsten 40 Jahre zuverlässig und sicher für die umweltfreundliche Stromproduktion zur Verfügung steht.